Juliana Sutter, ich bin 22 und ich komme vom Stoss. Wenn ich unterwegs bin und will Studium und Ski fahren und einen Hut bringen, dann bin ich am Morgen am Trainieren und am Nachmittag und am Abend finde ich auch Zeit, um für die Schule etwas zu machen. Also das ist etwas ganz Besonderes, wenn man in zwei Gebieten stark ist, wenn man es schafft, ein Studium zu absolvieren, erfolgreich unternehmen, nachher im Sport auch eine solche Leistung zu bringen. On constate souvent que les sportifs d'élite ont des parcours académiques extrêmement fructueux et talentueux, parce que finalement, dans les deux côtés, on a des gens qui forment l'élite du sport et de la recherche et de l'enseignement universitaire. Die Athletinnen und Athleten zeichnen sich aus, indem sie sehr fokussiert auf Ziele hinarbeiten können, sehr oft eben auch in einer hohen Qualität, in einer hohen Leistungsbereitschaft, sowohl im Studium wie auch auf den verschiedenen Sportplätzen oder bei Wettkämpfen. Das ist für mich ganz entscheidend. So können die Leute sich eine berufliche Basis schaffen, können eine gute Ausbildung machen, unternehmen, um sportstark zu sein. Und ich denke, das sind Vorbilder für einen Haufen Kinder, für junge Leute, die sehen, was man eigentlich alles leisten kann, wenn man sich entsprechend einsetzt. Für mich ist das eine ideale Kombination. Und wenn man da Unterstützung bieten kann, dass die Vereinbarkeit eben gegeben ist, ist das ein grosser Wert. Also das ist für die Schweiz eine riesige Chance, sich zu präsentieren in einem internationalen Rahmen. Das ist ein Schaufenster für unser Land. Wir können zeigen, dass wir gute Organisatoren sind, dass wir ein sicheres Land sind und dass wir euch eine gute Ambiance für die Sportlerinnen und Sportler bieten können.